Zirkus? Fragezeichen. Nein, der Feinschliff für die neue Saison der Alpine Snowboarderinnen. Hier in einem Fitnessstudio in Rapperswil-Jona absolviert Ladina Jenny mit anderen Sportlern die letzten Einheiten von ihrem Sommertraining. Ein Sommer ohne grosse Experimente. Ja, eigentlich vom Konditionstraining her hat er eigentlich recht gleich ausgesehen wie die letzten Jahre schon. Was ein bisschen anders war, ist nachher im Herbst, weil wir ja, ein bisschen Schneemangel hatten. Wie glaube alle mitbekommen haben, haben wir ein bisschen flexibel sein mit der Trainingsort. Haben jetzt aber schlussendlich doch gute Lösungen gefunden und haben wirklich noch ja, gut können trainieren auf dem Snowboard. Seit Jahren absolviert Stutznerin den Grossteil von ihrer Sommervorbereitung mit dem Robin Steller. Der Konditionstrainer schwört auf ein spezielles Trainingsprogramm mit einem Holzbrett und einer Rolle. Das Ziel, die koordinativen Fähigkeiten, aber auch die tiefe Muskulatur zu stärken. Ein Fokus hat Ladina Jenny aber auch aufs Krafttraining gelegt. Ja, sicher von der Kraft her, dass ich dort noch mal ein bisschen mehr kann aufbauen kann, dass ich wirklich noch mal ein bisschen schwerere Gewichte mehr klopfe. Aber eben da bei uns jetzt im Sympoba-Training ist auch der Hauptfokus wirklich auf den tiefen Muskeln, dass es wirklich ganz tief runtergeht in den Muskeln. Das war sicher auch der Hauptfokus gewesen, dass ich dort dranbleibe, aber trotzdem auch mit dem schweren Gewicht arbeite. Ja. Die letzte Saison war für die 29-Jährige eine mit Hochs und Tiefs gewesen. Im Weltcup fährt sie in 10 Rennen 8-mal in die Top 10. Ausgerechnet an den Olympischen Spielen in Peking aber verpasst sie die Qualifikation für die Finalläufe der besten 16. Das Verpasste will Ladina Jenny diesen Winter nachholen. Ja, Saisonhighlight ist sicher die WM in Bakuriani in Georgien. Dort mit der Medaille heimzukommen, ist das grosse Ziel. Und auf das ja, habe ich jetzt auch den ganzen Sommer wieder hingeschafft. Natürlich auch im Weltcup, der Gesamtweltcup ist immer ein Thema bei mir. Dass ich dort Ende Saison in der Top 3 bin, ist sicher auch noch ein Ziel. Und das heisst natürlich eben die ganze Saison wirklich ja, konstant vorne mitfahren. Der Sprung in die Top 3 im Riesenslalom-Weltcup, den hat Ladina Jenny 2020 schon geschafft. Dort will sie also diese Saison wieder haben. Der Feinschliff hat sich die Freundin vom Bündner Alpinsnowboarder Dario Gavietzel Anfang November geholt, im finnischen Ruka. Wir sind schon auch auf Amerika übergetrainiert im November. Das ist immer so ein bisschen die Zeit, wo es schwierig ist, da, um gute Bedingungen, vor allem auf Kunstschnee zu finden, was für uns mega wichtig ist, weil nachher ein Rennen auch hauptsächlich auf Kunstschnee stattfindet. Darum ist jetzt ja der Plan gewesen, dass wir auf Ruka gehen, auf Finnland. Auch weil da momentan oder ja im November noch nicht so viel Schnee rum war. Ja, es hat dort auch leider nicht so viel Schnee gehabt. Die Piste, die rum war, war gut gewesen. Dort haben wir wirklich viel Slalom trainieren. Es war leider ein bisschen schmal gewesen, darum haben wir fast keine Skis trainieren, aber dafür intensiv Slalom, was sicher auch super war. Ja. Mitte Dezember startet die Saison der Alpinsnowboarderinnen. Dann wird sich zum ersten Mal zeigen, ob sich das Schwitzen im Sommer gelohnt hat.